Assassin's Creed 3, wir haben einen Hinweis bekommen, dass es irgendeinen Mann gibt, der uns hilft. Und den suchen wir jetzt am besten einfach mal auf. Was ist da unten eigentlich? Ach Mist. Ich war so abgelenkt von dieser Trophäe da. Nun ja. Wir wollen sagen, wir markieren hier unser Ziel. Da können wir sogar eine Schnellreise hin machen. Ich würde sagen, die machen wir auch. Ich weiß, normalerweise ist ja der Sinn der Sache, dass wir das Ganze mehr oder weniger entdecken. Oder erstmal entdecken, aber so. Wir werden noch oft genug da durchkommen, Leute. Ich sag's nur mal so, wie es ist. Warst du schon mal am Lagerhaus? Da treffen sich die Schläger und... Geh mir aus dem Weg! Ihm nach! Okay. Also auf da. Ja, scheint auf jeden Fall noch ein großes, weites Gebiet zu sein. Da hinten irgendwo. Setzen wir mal die Markierung. Wie lange ist das noch? 300 Meter. Nicht schlecht. Ich würde sagen, man verschafft sich einen Vorteil dadurch, dass man auf Bäumen rumläuft. Aber manchmal klappt es einfach nicht. Diesen Wilden sein vom Stamm der, wie heißen sie, die Irokesen, ha? Ja? Warte fest. Ein rüpelhafter Mann. Let's get an introduction, würde ich mal sagen. Ist aber anscheinend tote Hose los. Was? Ich dachte, du könntest mich ausbilden. Nein. Das ist tatsächlich Achilles aus Assassin's Creed Rogue. Verschwinde! Ich werde nicht gehen! Mal schauen, was sich da machen lässt. Da gibt es sicherlich irgendwie eine Möglichkeit. Irgendwie kommen wir da schon rein. Nicht umsonst sind wir ja kurz davor, ausgebildet zu werden. Ich muss ein Lager aufschlagen. Tun wir das doch einfach mal.
Tag danach. Überreden wir doch einfach mal zu einem Gespräch. Und jetzt ist er anscheinend gar nicht da. Bitte, ich möchte nur einen Moment deiner Zeit. Verzeih mir, wenn ich undeutlich war oder dich mit meinen Worten verwirrt haben sollte. Ich wollte dich nicht in die Irre führen. Also lass mich das klarstellen. Hau ab von meinem Land! So, nicht wirklich gesprächsbereit. Ich komme hoch! Mach mal. Toll, da waren wir doch schon. Ja super, dann wiederholen wir einfach das Ganze nochmal. Hat ja so viel Spaß gemacht. So, hör mir doch zu. Wovor hast du solche Angst? Angst? Du glaubst, ich hätte Angst? Vielleicht gar vor einem Hosenscheißer wie dir? Oh, du träumst vielleicht ein Held zu sein. Ein stolzer Ritter, der die Welt retten will. Aber mach so, du wirst nur eine Sache finden, den Tod. Die Welt hat sich entwickelt, Junge. Solltest du auch... Und damit sind offiziell alle Tore verschlossen. Ich werde niemals gehen. Warte nur, Alter. So einfach wirst du mich nicht loswerden. Ja, man muss hartnäckig sein, nur so kann man sich durchsetzen. Ein Tattergreis. Das wird einfach. Das hast du schon mal gesagt. Und dann war mein Pferd tot. Und ich hatte ein Pfeilchen. Wer seid ihr? Das geht dich einen feuchten Dreck an, kleine Missgeburt. Hau ab, bevor was Schlimmes passiert. Nein. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Okay, da will sich jemand anlegen. Soll er haben. Ja. Ja, jetzt kriegen wir so eine tolle Doppel-Kontersequenz. Zu geil. Ein Regentanz hilft dir auch nicht mehr. Warum seid ihr hier? Was habt ihr vor? Du fragst besser den Boss. Du arbeitest also für den Alten, stimmt das? Vielleicht bringt dich das zum Reden. Oh. Vielen Dank. Räum hier auf. Dann sollten wir wohl reden. Oh
Okay, das hat sich schon von alleine erledigt. Und Limit für Gesundheitsverlust 50 bestanden. Also gut, reden wir mal. Verzeih. Nicht deine Schuld. Hier wird bald alles auseinanderfallen. Ein Wunder, dass es nicht bereits geschah. Also, wer bist du? Mein Name ist Radon Hagedon. Genau. Nun, ich werde nicht einmal versuchen, das richtig auszusprechen. Und jetzt, warum bist du hier? Ich soll nach diesem Symbol suchen. Weißt du überhaupt, was dieses Symbol repräsentiert? Oder warum du mich bittest? Nein. Und doch bist du hier? Der Geist sagte, dass ich... Diese Geister von dir haben die Assassinen schon seit Jahrhunderten verfolgt. Und zwar, seit Ezio die Flasche entkorkte. Du weißt nicht einmal, was ein Assassine ist, richtig? Na dann, mach es dir bequem. Ich habe dir eine Geschichte zu erzählen. Und die wird schon eine ganze Weile dauern. Ach nee, jetzt. Deshalb verschrieben sich die Assassinen dem ewig währenden Kampf im Krieg gegen die Templer. Denn wenn die gewinnen, werden deine Geistervisionen zur Wirklichkeit. Dann halte ich sie auf. Oh, das wirst du sicher versuchen. Ja, komm mit. Ich muss dir etwas zeigen. Vorsicht. Das war kein Witz, dass hier bald alles auseinanderfällt. Ja gut, Leute, ich würde sagen, für diesen Moment soll es das gewesen sein mit dem Part. Bis zum nächsten Mal und ciao, haltet die Unstaffe und denkt daran, Freundschaft ist Magie.